wunderbar, dem Himmel gleich, wunderbar und endlich reich, wie ein bunter Traum von Glück, wie vom Paradies ein Stück. Brasil, Brasil, du Land im ewigen Sonnenschein, wo Milch und Honig fließt und Wein, dort muss das Leben glücklich sein, allein, unendlich fern von dir, scheint meine Sonne selten hier, ich geb die Seligkeit dafür, lacht wolkenlos der Himmel mir, schön wie eine Blume, die erblüht, wie ein berauschendes Lied, hast du bezaubert so viel, mein Herz, du Märchenland, Brasil. Wo Milch und Honig fließt und Wein, dort muss das Leben glücklich sein. Allein, unendlich fern von dir. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ich bitte um Entschuldigung, ich glaubte, das wäre hier das Konferenzzimmer. Ja, ist es auch, aber ein bisschen missbraucht. Sie wissen nicht, wo ich die Frau Generalkonsul finde? Die Frau Generalkonsul? Ja, die privaten Räumlichkeiten befinden sich eine Etage höher. Danke. Ist er. Kann ich Ihnen sonst noch irgendetwas erfüllen? Ich meine, einen Wunsch? Danke. Witz, es wäre aber schön, wenn Sie noch ein bisschen bleiben könnten. Vielen Dank. Schön wie eine Blume, die erblüht, wie ein berauschendes Lied. Hast du bezaubert so viel, mein Herz, du Märchenfrau. La, 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 la. Lieber Dr. Wilder, ich brauche Ihre Hilfe. Bitte, Herr Generalkonsul. Kein Mensch kann mir sagen, wie viel der Gesamtwarenaustausch mit Südamerika in den letzten Jahren betragen hat. 2.648.365 Tonnen. Das ist großartig, wie Sie das im Kopf behalten können. Ja, aber davon fällt auf die Kaffeeausfuhr 137.327 Doppelzentner. Sie haben ein enormes Gedächtnis für Summen, Dr. Wilder. So ist das nun mal im Leben, Herr Generalkonsul. Die einen haben die Summen im Kopf, die anderen in der Brieftasche. Ja, und die Zahlen für die letzten Ausfuhrüberschüsse, haben Sie die auch im Kopf? Dr. Wilder! Ja? Die Zahl für die letzten Ausfuhrüberschüsse, haben Sie die auch im Kopf? Na, da habe ich, da ist ja? Kupfer 3, 2, ich denke, 7, wir gehen 8, in den Garten. Draußen 10, ist es angelegt. 7, 2, Erdöl 27,2,0. Mhm. Na, und wie stellen Sie sich denn zu dem Artikel? Ne? Für die 13. Ja? Ich meine, mit dem Artikel könnte ich mich befreunden. Und wie sind Sie eigentlich mit Ihrem Hotel zufrieden, meine Alles Liebe? In Ordnung. Für die 2 Tage geht es jedenfalls. Das ist aber eine Qual, hier einen Parkplatz zu finden. Guten Tag. Sie kennen doch meine Sekretärin? Natürlich, Herr Nixie. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Wer war eigentlich der Herr, der sich an der Tür mit Ihrem Gemahl unterhalten hat? Ein Herr mit meinem Mann? Ich habe niemand gesehen. Wie Sie wissen, bin ich sehr kurzsichtig. Und wenn von meinem Mann die Rede ist, sehe ich überhaupt nichts mehr. Oh, bitte um Entschuldigung. Mir fällt da noch etwas ein. Sie wollen wirklich schon in 2 Tagen nach Brasilianer zurückfliegen? Ja, ich muss. Ich habe nicht nur die Plantage von meinem Mann geerbt, sondern auch die damit verbundene Arbeit. Sie sind also nur wegen der Generalversammlung hergekommen? Als Hauptaktionärin musste ich ja wohl. Dein Chef? Ja, ich komme. Also dann auf Wiedersehen, meine Liebe. Lass mich fahren. Auf Wiedersehen, Frau Ramirez. Oh, entschuldigen Sie, auf Wiedersehen. Ein Bild, schöne Frau. Mhm. Wer ist sie? Wenn ich das nur wüsste. Und wer war die andere? Kleine Brünette. Die ist nämlich auch nicht übel. Heinrich? Oh. Ich weiß es leider auch nicht. Na los, fahren Sie schon, Herr Kollege. Na, jetzt müssen wir wohl losfahren. Ja, aber nach rückwärts.
eine Frechheit. Der ist absichtlich rückwärts gefahren. Ich bitte tausendmal um Entschuldigung. Ich komme selbstverständlich für den Schaden auf. Gestatten Sie Dr. Otto Wilde. Darf ich Ihnen meine Karte geben? Danke, das ist nicht notwendig. Bei mir ist ja nichts passiert. Schade. Wie bitte? Ich meine, bei der Gelegenheit hätten wir uns etwas näher kennenlernen können. Ja, dann hätten Sie mehr Gas geben müssen. Vielleicht gelingt es Ihnen beim nächsten Mal. Wer mag das sein? Dr. Otto Wilde, deutscher Handelsattaché in Südamerika. Gestern früh angekommen, vertritt die Interessen einer deutsch-amerikanischen Handelsgesellschaft, fährt übermorgen ab, 35 Jahre alt, unverheiratet. Woher weißt du das alles? Erkundigt beim Konsulatssekretär. Warum? Mona, nicht einmal denken kann ich mehr, ohne dass du gleich weißt, was ich denke. Dafür bin ich seit Jahren deine Privatsekretärin. Kostet ihn eine Kleinigkeit. Tut mir leid. 50 Schilling. Was, 50 Schilling? Verkehrserziehungswoche, wir sind teurer geworden. Mhm. Heinrich, 50 Schilling. Sir? Danke sehr. Gute Fahrt. Danke. Gute Einnahmen. 50 Schilling. Die Damen werden langsam zu teuer. Naja, die erreichen wir nicht mehr. Aber ich werde noch herauskriegen, wer Sie sind. Also, Heinrich, was haben wir für ein Programm? Ich sollte Sie daran erinnern, dass Sie Ihren Bruder anrufen wollten. Ah ja, der gute alte Ralf. Allee! Hopp! Allee! Hopp! Allee! Hopp! Pause! Au! Was passiert? Nein, nein, die Flasche ist noch ganz. Gott sei Dank. Einen Schnaps, bitte. Ja, wieso denn? Sie haben doch gerade eine ganze Flasche bekommen. Ja, da war mir aber zu stark. Au. Hallo, hier Ralf Wilder. Otto? Bist du im Lande? Seit gestern Abend. Ich hab dich auch sofort angerufen, weil es hat sich niemand gemeldet. Ja, wir waren nicht zu Hause und die alte Wolke, die hört ja nur, wenn er will. Das Tablett brauche ich für die Sandwiches. Du, Charlie. Ja, was ist denn? Stell dir vor, mein Bruder ist in Europa. Er hat eben angerufen. Er kommt heute Abend kurz vorbei. Ach, ausgerechnet. Mensch, das sieht ja wirklich aus, als ob 12 Personen kommen würden. Na ja, natürlich. Wie sollen wir ein Mädchen sonst weismachen, dass wir eine Party für 12 Personen geben? Ja, wo du recht hast, hast du recht. Hör doch auf. Sie machen aber heute sehr viel Umstände mit Ihrem Damenbesuch. Ja, das ist auch was ganz Besonderes, Wolke, verstehen Sie? Ach du liebe Zeit, wir müssen die Bilder umdrehen, komm. Das haben Sie auch sehr selten gemacht. Was sind das für Damen, die heute kommen? Zwei reizende Mädchen aus Stockholm. Stellen Sie sich vor, wir kennen Sie bereits seit 8 Tagen ganz zauberhaft, sage ich Ihnen. Seit 8 Tagen? Und da kommen Sie erst heute zu Ihnen? Ja, hoffentlich. Die Damen wissen nämlich noch nichts von Ihrem Glück. Wollen wir die Jungs nicht anrufen? Nein. Warum nicht? Man soll sie nicht verwöhnen. Wir sind ja mit Ihnen verabredet, das soll Ihnen genügen. Ulla! Ich bin's! Vati, schmeiß die Zigarette raus. Warum habt ihr euch eingesperrt? Es sind schon 2-mal wildfremde Menschen ins Zimmer gekommen, Papi. Und er hört, ich werde mich beschweren. Ich hab schon wieder geraucht. Aber nein, Papi. Der Rauch zieht von draußen durch das Fenster rein. Ich mach es zu. Deine Hose ist zu kurz, Britta. Ich weiß, Onkel, ich müsste schon längst ein paar neue haben. Ja, mach den Kasten aus. Was machst du heute Abend, Papi? Ich habe eine geschäftliche Besprechung und ihr beide geht heute Abend ins Konzert. Hier habe ich die Karten. Mozart. Was rümpfst du die Nase, Britta? Was soll ich sonst rümpfen? Brigitte, ich verbitte mir diesen Ton. Ich habe deiner Mutter versprochen... Ich weiß, Onkel, was du ihr versprochen hast. Aber ich bin davon überzeugt, dass sie es dir nicht verboten hat, mir zu erlauben, hier und da mit ein paar Freunden schwimmen zu gehen.
Schwimmen? Ja, und hinterher ein bisschen tanzen. Tanzen? Womöglich mit Herrn Charlie Salzmann. Er heißt Salmann und ist ein sehr netter Junge. Mein Geschmack ist er nicht. Du brauchst auch nicht mit ihm zu tanzen, Papi. Ulla, sei nicht frech. Ihr beide geht ins Konzert und damit basta. Ja, bitte? Ja, er ist da. Onkel, es ist jemand für dich da vom Institut Jana. Schon jetzt? Ja, ich gehe auf mein Zimmer. Mein Onkel geht auf sein Zimmer. Institut Diana, was ist denn das? Das ist ein Jägerverein. Kinder, ihr kennt doch meine Geldschwierigkeiten. Ich versuche, ein paar zahlungskräftige Jäger für meine Wälder zu bekommen. Für einen kapitalen Bock zahlt man heute enorme Beträge. Vielleicht schaut dann auch für dich eine echte rehlederne Hose heraus. Also, Kinder, ja, es bleibt dabei. Mozart. Hast du gemerkt, wie verlegen er war? Schluckst du das mit dem Jägerverein? Warum sollte Papi lügen? Warum sollte er nicht? Institut Diana? Schauen wir mal im Telefonbuch nach. Ja. Heinrich. Durstig? Kein Wunder bei der Hitze. Nein, nein, lass die Flaschen nur draußen. Ich habe gerade Sodawasser bestellt. Das trifft sich ja ausgezeichnet. Ja. Ah, das Paket ist schon da. Ja, die Rechnung leider auch. Ungeheuer, was sowas kostet. Ganz schön gepfeffert, ne? Ja. Naja, für mein einziges Hobby ist mir eben nichts zu teuer. Kannst gehen, Heinrich. Ich kann gehen. Danke. So. Blumen. Das ist auch ein Brief. Die von unserer Stoßstangenbekanntschaft sind? Das glaube ich nicht. Der hätte sich ja Rosen geschickt. Herr Wolke, eine Vase. Eine Vase? Moment. Hallo? Achtung! Hopp! Boom! Schon wieder K.O. Was passiert? 2-0 für dich. Hallo? Ja, hier ist Charlie Salmann. Wer ist da? Deine Tante Carlotta. Ich hoffe, du weißt, wer ich bin. Ja, ja, natürlich weiß ich das. Die Kaffeetante. Entschuldige, aber bei uns wirst du nur so genannt. Ja, Vater hat mir erzählt, dass du nach Europa kommst. Er freut sich genauso auf deinen Besuch wie ich. Wann? Heute Abend. Nein, nicht heute Abend. Bist du wahnsinnig? Ja, aber selbstverständlich, Tante Lotte. Ja, 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 du bist jederzeit herzlich willkommen. Aber bitte erst nach 9 Uhr, weil vorher sind wir nicht zu Hause. Ja, vorher habe ich auch gar keine Zeit, Charlie. Ich bin schon sehr neugierig darauf, wie du aussiehst. Bist du ein hübscher junger Mann geworden? Na, das ist Geschmackssache. Wer war denn das? Mein Freund Ralf. Wir wohnen zusammen. Ja, du wirst ihn sowieso kennenlernen. Nein, nein, also mitbringen brauchst du nichts. Wir haben genug. Für zwölf Personen, ja. Also bis heute Abend, Tante. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Na also, was hat uns noch gefehlt? Jetzt ist der Abend im Eimer. Was soll ich denn machen? Ich kann die arme Witwe doch nicht einfach abwimmeln. Vater würde mir den Hals umdrehen. Der war ja ganz aus dem Häuschen, als er hörte, dass die nach Europa kommt. Warum? Davon wegen hier. Die arme kinderlose Witwe besitzt nämlich einige Millionen. Ah, eine Erbtante also. Ja, vorausgesetzt, dass sie keine Kinder mehr kriegt. Ist sie jung und hübsch? Keine Ahnung. Wie heißt sie denn? Solche Namen kommen höchstens noch im Kino vor. Da kann sich kein Mensch merken. Moment mal, ich habe mir das aufgeschrieben. Carlotta Ramirez Di Calvadores Ü Rodriguez Hada Puenta. Geborene Schulze. Und woher hat sie die Moneten? Von ihrem verstorbenen Mann, der war Kaffeemillionär. Na ja, musste sie natürlich empfangen. Tja. Herein! Stellen Sie die Flasche auf den Tisch. Jawohl, Herr Doktor. Donnerwetter! Na, gehen Sie hier, das verstehen Sie. Ich gehe Sie hinaus. Großartig, Herr Doktor. Der Zauberkasten ist doch sein Geld wert. Ja. Kein doppelter Boden, alles normal. Der schwebende Handelsattaché. Also diesmal sind ganz gute Sachen dabei, wirklich. Ja, das kann man wohl sagen. Aber ein paar sind wieder unmöglich. So? Zum Beispiel das hier. Wie lasse ich einen Elefanten verschwinden? Kann doch nicht jedes Mal, wenn ich bei einer Party eingeladen bin, einen Elefanten mitschleppen. Und dann dieser Trick. Ich glaube, den kann ich vollinhaltlich nie durchführen. Die schwebende Jungfrau. Vielleicht findet sich ein Medium. Sehr schwer, Heinrich. Sehr schwer. Ich muss dringend ins Konferenz. Ja, die Herren sind schon fast vollzählig versammelt. Ja, ich gehe ja schon. Was könnte ich mitnehmen? Also mal das hier.
Und dann das hier. Und das hier. Und dann das hier. Damit es nicht verdunstet bei der Hitze. Ja, Heinrich, das ist dann für heute frei. Moment, Herr Doktor. Was ist denn? Sie haben einen Faden auf der Schulter. Und dann tue ihn doch weg. Ja. Tut's weh? Ja. Dann ist es gut. So, den Schlüssel. Heinrich, ich habe noch einen Auftrag für dich. Bitte? Erkundige dich, aber bitte diskret, ja, wer die Dame heute Morgen war und wo sie wohnt. Ja. Und wie du das Ding wieder runterkriegst, steht in einem dieser Bücher. Au! Oh. Er hat schon wieder den Rückwärtsgang eingeschaltet. Begrüße Sie, Herr Doktor. Ah, Herr Direktor. Ich hatte schon Angst, Sie kommen nicht. Sie haben mich nämlich nicht wissen lassen, ob Sie nachher an dem Abendempfang, der im Konsulat stattfindet, teilnehmen werden. Ein Abendempfang? Nur im ganz kleinen Kreis. Zu Ehren unserer Hauptaktionärin, Frau Carlota Ramirez. Also, ich weiß es noch nicht ganz genau. Ehrlich gesagt, Hauptaktionärinnen sind im Großen und Ganzen nicht mein Geschmack. So. Wie sieht denn die Alte aus? Alte? Hm? Kommen Sie, ich werde Sie miteinander bekannt machen. Muss das sein? Nein. Mein Mann hat Ihnen zu Ehren eine südamerikanische Kapelle engagiert. Entschuldigen Sie, Frau Ramirez, darf ich Ihnen Herrn Dr. Otto Wilder vorstellen? Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen, Herr Doktor. Sie sehen, man braucht nicht unbedingt Stoßstangen zu verbiegen, wenn man jemanden kennenlernen will. Oh, gnädige Frau, Sie kennenzulernen ist mir schon eine verbogene Stoßstange wert. Komisch, ich bin richtig aufgeregt. Die scheint's ja wirklich erwischt zu haben. Ja, sieht so aus. Du passt bloß auf, diese Brigitte sieht sehr entschlossen aus. Und bevor du's merkst, bist du verheiratet. Und wenn's so wäre? So, das habe ich mir von unseren Nachbarn ausgeborgt. Wozu? Für ihre Gäste. Du, Wolke glaubt immer noch, es kommen wirklich 12 Personen zu uns. Was? Es kommen nicht 12 Personen? Nein, es kommen höchstens 2. Vorausgesetzt, dass es uns gelingt, Sie zu überreden, zu kommen. Na, warum soll es Ihnen nicht gelingen? Bis jetzt ist es Ihnen immer gelungen. Ja, ja, aber diesmal ist das was ganz anderes. Die Damen sind aus Schweden und... Aus Schweden? Sieh, ich habe einige schwedische Filme gesehen. Ja, ich habe diese Filme auch gesehen. Aber Ullas Vater scheint sie nicht gesehen zu haben. Jedenfalls ist er ein altmodischer Tyrann. Ulla darf dies nicht, Ulla darf das nicht. Keinesfalls darf sie 2 Junggesellen auf ihrer Bude besuchen, ohne entsprechende Aufsicht. Ich bin ja da. Ja, sie sind aber alles andere als entsprechend. Also, gar so Unrecht hat der alte Schwede nicht. Jetzt keine Moralpredigten, Wolke, ja? Passen Sie auf, Sie müssen uns helfen. Ja? Hören Sie zu, Sie wechseln das? Ja. Und wenn die Damen da sind, dann verschwinden Sie und rufen uns aus irgendeiner Telefonzelle so circa 7 bis 8 Mal an und sagen ab. Ja, was soll ich absagen? Ihr Erscheinen. Mein Erscheinen? Nein, Sie sagen, hier ist der Polizeipräsident oder Lord Burberry oder doch, ist ja ganz egal, was Ihnen gerade einfällt. Und dann sagen Sie, Sie können nicht kommen. Verstanden? Ja, ich kann nicht kommen. Hier, Diana. Institut für vornehme Eheanbahnung? Da haben wir's. Was will Papa bei einer Eheanbahnung? Was ein verschuldeter Gutsbesitzer tut, wenn er seinen Hof vor der Versteigerung retten will. Du meinst, er sucht eine Frau mit Geld? Er sucht Geld mit Frau. Anders geht es nun mal nicht. Aber ich will keine Stiefmutter. Dann musst du dich beeilen und noch vor deinem Vater heiraten. Wen? Ich glaube, jetzt hast du die beste Gelegenheit dazu. Dieser Charlie scheint richtig verknallt in dich zu sein. Verknallt bin ich auch. Na, umso besser. Was nehmen Sie? Danke, ich trinke keinen Alkohol. Ich darf aber, ja? Ein herrlicher alter Cognac. Ach, Cognac mag ich schon gar nicht. Ich weiß nicht, ich finde, er schmeckt irgendwie nach Seife. Prost. Na, Prost, ich muss mal von der Seife kosten, ja? Oh, da drüben sehe ich Austern. Mögen Sie sie? Für Austern lasse ich mein Leben. Na, das können Sie leicht haben, Sie brauchen nur ein paar schlechte erwischen. Oh, wollen Sie mir die Austern ausreden, Herr Doktor? Aber im Gegenteil, Frau, ich bringe Ihnen sogar ein paar. Danke. Ich setze mich inzwischen an den Tisch da. Bitte. Ah, wie geht es Ihnen? Oh, guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag. Austern. Austern. Wunderbar. Die sind schlecht, die riechen. Die kann ich nicht empfehlen, nein. Oh, und dabei bin ich so anfällig, wirklich. Ich danke Ihnen vielmals. Bitte, bitte. Dann nehme ich lieber ein Hühnchen. Ja, ist besser, ist besser. Ja.
Voilà, Madame, die letzten Austern. Sagen Sie, Herr Doktor, wer war der kleine dicke Herr, der eben so erschreckt davonlief? Ach, den kennen Sie nicht? Jean-Paul Wopperschalek, ein bekannter Schriftsteller. Früher hat er ganz spannende Geschichten geschrieben, aber jetzt hat ihm sein Arzt jede geistige Arbeit verboten. Er darf nur noch für das Fernsehen schreiben. Ich wusste gar nicht, dass Sie so boshaft sein können. Und ob ich das kann? Nein, aber Spaß beiseite. Wann reisen Sie wieder ab? Übermorgen. Was schon? Mhm. Schaffen Sie das auch alles? Was denn alles? Besuch in der Oper, Gartenfest im Golfclub. Wieso, das habe ich doch alles gar nicht vor. Aber ich, mit Ihnen. Sagen Sie, Herr Doktor, Sie haben sich wohl noch nie bei einer Frau einen Korb geholt, was? Selten, Frau, sehr selten. Wissen Sie, ich habe einen kleinen psychologischen Trick. Ach, würden Sie mir den verraten? Aber natürlich, bitte. Ein Mann spürt doch, bei welcher Frau er Chancen hat und bei welcher nicht. Und? Bei der er keine Chancen hat, um die macht einfach einen großen Bogen. So holt er sich nie einen Korb. Das ist alles. Lächerlich einfach. Oh ja, lächerlich. Sie müssen nämlich wissen, dass ich, was Frauen anbelangt, sehr wählerisch bin. Na ja, sonst wäre ich ja schon längst verheiratet. Wieso stellen Sie so hohe Ansprüche an Ihre zukünftige Frau? Eigentlich nicht. Sie muss nur eins haben. Humor. Seien Sie unbesorgt, Herr Doktor. Die Frau, die Sie mal heiratet, hat bestimmt Humor. Also bei einem Fußballmatch würde es jetzt heißen 1:1. Der Schiedsrichter pfeift. Um Himmels Willen nicht pfeifen. Hübschen Ring haben Sie da. Yes. Familienwappen. Derer von Wilder. Ich denke, in Österreich sind Adelstitel verboten. Ja. Und zu allem Überfluss heiße ich auch noch Otto. Einen richtigen Kampf gekostet, diesen Tisch frei zu halten. Ja, bitte sehr. Bitte. Danke. Es ist sehr schön hier. Ja, ja, ja. Schön voll. Guten Tag, die Herrschaften. Bitte sehr, was kann ich für Sie? Ein Eiskaffee, bitte. Für mich auch, bitte. Mit Schlag oder ohne Schlag? Nein, ohne. Warum wollen Sie mich schlagen? Schlag heißt so viel wie Schlagobers, verstehen Sie? Schlagobers heißt so viel wie Sahne. Ach, ja. Bitte 4 Eiskaffee mit Schlag, ja? Bitte schön. Nun, Ralf, haben Sie ein schickes Programm für heute Abend? Ja, das mit dem Programm, das ist nämlich so, es ist was dazwischen gekommen. So? Ja, wir sind nämlich gezwungen, heute Abend auf unserem Dachgarten eine Party zu geben. Wieso sind Sie gezwungen? Zu Ehren meiner Tante. Die ist ganz unerwartet eingetroffen, aus Brasilien. Und wegen dieser unerwarteten Tante wollen Sie uns sitzen lassen? Aber nein, Britta, vom Sitzen lassen ist ja gar keine Rede. Im Gegenteil, Sie kommen natürlich mit. Zu Ihnen? Ja, Sie wollten sich doch schon immer einmal unseren Dachgarten ansehen. Ehrlich gesagt, ich habe nicht die Absicht, die Einladung anzunehmen. Aber Britta, warum denn nicht? Bitte, ich kenne ja die strengen moralischen Grundsätze Ihres Onkels, aber wir sind ja nicht allein. Es sind lauter ehrbare Leute eingeladen, zum Beispiel ein gewisser Dr. Brunner, Rechtsanwalt mit seiner Frau und dann der Direktor einer Versicherungsgesellschaft mit seiner Schwester. Ja, Schwester. Ach, du lieber Gott, lauter Spießer. Wie bitte? Bitte? Sagte sie Spießer? Ja, Spießer. Ja, aber wieso? Es sind lauter reizende Leute. Nein, Ralf. Ich habe wirklich keine Lust, den Abend im trauten Familienkreise zu verbringen. Wir hätten uns Ihren Dachgarten gerne angeschaut, wenn wir allein gewesen wären. Was soll das heißen? Sie wären gekommen, wenn wir die Leute nicht eingeladen hätten? Mhm, so ist es. Charlie. Ja, aber das ist doch gar kein Problem. Die laden wir ganz einfach wieder aus. Geht denn das? Ja, natürlich geht das, natürlich. Die haben sowieso nicht so fest damit gerechnet. Entschuldigen Sie, können Sie mich mit dem brasilianischen Konsulat verbinden? Natürlich, mein Herr, aber um diese Zeit wird wohl niemand mehr da sein. Es kommt auf einen Versuch an. Bitte, ich lasse Sie verbinden. Zelle 1. Danke. Fräulein, brasilianisches Konsulat, Zelle 1. Danke. Ja, aber es muss doch noch irgendjemand da sein. Wie? Natürlich sind Sie irgendjemand. Meine liebe Dame, eine Raumpflegerin ist sogar ein sehr wichtiger irgendjemand. Ja, ja. Was ich wissen will, na, ich glaube, meine Frage können Sie ja doch nicht beantworten. Ich möchte mich nach einer Dame erkundigen. Nein, keine Raumpflegerin. Eine Dame, die heute Vormittag die Frau Generalkonsul besucht hat. Ja. Die Dame heißt Carlotta Ramirez di Calvadores y Rodriguez Adapueta. Und wie heißen Sie? Mona. In der Kürze liegt die Würze. Ich weiß, Sie mögen keinen Alkohol, aber ein Glas Champagner trinken Sie doch, ja? Ich werde wenigstens so tun. Prost.
Liebe Carlotta, jetzt muss ich Ihnen leider Herrn Dr. Wilder entführen. Hoffentlich haben Sie nicht vergessen, was Sie uns versprochen haben. Ja, ich habe versprochen, die genauen Ziffern der Ausfuhrvolumen des Jahres 1909. Nein, nein, diesmal handelt es sich nicht um Ihr Zahlengedächtnis, sondern um Ihr musikalisches. Ach so? Ach so, ja. Entschuldigen Sie bitte. Was soll er, der Arme? Singen soll er. Das kann er genauso gut wie ein echter brasilianischer Gaucho. Die singen gar nicht so gut. Der Jackie kennt keine Gefahren, der ist ein Mann, der was kann. Wenn alle sehr vorsichtig waren, ging der Jackie erstmal ran. Aber immer tut er das nicht. Das macht der Jackie nur, wenn der Mond scheint. Nur wenn der Mond scheint, macht er das. Das macht der Jackie. Nur wenn der Mond scheint, macht ihm das Spaß. Der Jackie kann wunderbar singen, wie Freddy auf ganz hoher See. Wenn er mal so richtig in Schwung kommt, singt er oben auch das C. Aber immer tut er das nicht. Das macht der Jackie. Das macht der Jackie, nur wenn der Mond scheint. Nur wenn der Mond scheint, macht ihm das Spaß. Der Jackie hat Glück in der Liebe, doch manche Frau fragte sich schon, warum küsst der Jackie mich gestern und läuft heute mir davon? Aber immer tut er das nicht. Das macht der Jackie, nur wenn der Mond scheint. Nur wenn der Mond scheint, macht er das. Das macht der Jackie, nur wenn der Mond scheint. Nur wenn der Mond scheint, macht ihm das Spaß. Danke, Herr Doktor. Also, wenn ich Ihnen auch einmal einen Gefallen erweisen kann. Das können Sie jetzt schon, Frau Generalkonsul. Und der wäre? Ich möchte heute Abend beim Bankett neben Frau Carlotta Ramirez sitzen. Oh, das schmeißt meine ganze Sitzordnung um. Aber ich will sehen, was sich machen lässt. Ach ja, bitte. Darum bitte ich Sie, meine Damen und Herren, auf das Wohl des Mannes zu trinken, der sich um die wirtschaftlichen Beziehungen unserer Länder so besonders große Verdienste erworben hat. Herrn Dr. Otto Wilder. Ich wiederhole, Dr. Otto Wilder. Das sind Sie? Ja. Und. Sehr geehrter Herr Generalkonsul, meine Damen und Herren, das menschliche Gehirn ist eine komische Sache. Es funktioniert von der ersten Sekunde der Geburt an, Tag ein, Tag aus, bis zu dem Moment, wo man eine Rede halten muss. Womit ich selbstverständlich nichts gegen meinen Herrn Vorredner gesagt haben möchte. Im Gegenteil, die Brillanz seiner Worte wäre einer besseren Sache würdig gewesen als meiner bescheidenen Verdienste, die er in so liebenswürdiger Weise gerühmt hat. Und deshalb möchte ich auch die Komplimente weitergeben an Frau Carlotta Ramirez, die als Hauptaktionärin des Syndikats nicht nur die wirtschaftlichen Beziehungen, sondern als entzückende und charmante Frau vor allem die menschlichen Beziehungen von Land zu Land, von Stoßstange. Von Stoßstange zu Stoßstange, in einem Wort von Land zu Land, vertieft hat. Mich so gerne zu lehnen. Womit kann ich Sie denn wieder versöhnen? Mit dem ersten Tanz. So, meine Damen, das hier ist unser Schloss. Das ist eigentlich das Schloss von Herrn Wolke, aber war so liebenswürdig und hat es uns vermietet. Also ein Wolkenschloss. Guten Abend. Guten Abend. Bitte, hier über diese Hühnerleiter geht's hinauf in die oberen Gewächer. Darf ich bitten? Gentlemen first. Bitte. Das ist wirklich hübsch hier. Direkt romantisch. Gibt es auch etwas, was indirekt romantisch ist? Ja, du zum Beispiel.
Hast du Wolke schon gesagt, dass er nicht zu telefonieren braucht? Nein, wann hätte ich das denn tun sollen? Ich sag's ihm gleich, nach dem ersten Kuss. Hör doch auf. 2, 4, 6, 8. 8 Schilling. So eine Verschwendung. Schön, das Lichtermeer, nicht wahr? Jetzt werden Sie auch verstehen, warum ich mit meiner Liebeserklärung den heutigen Abend abgewartet habe. Sie finden, dass Lichtreklamen einen besonders positiven Einfluss auf den Erfolg einer Liebeserklärung haben? Warum nicht? Wie das zum Beispiel? Ja, ich glaube, es ist besser, wenn wir vorher noch einen Cocktail trinken, nicht? Trinkst du einen mit, Ulla? Später. Bitte. Diese Britta kann mich manchmal richtig ärgern. Sie ist so kaltschnäuzig. Das sind Sie doch sicher auch. Ich? Darf ich das nachprüfen? Wie? So. Nein, das ist ganz warm und samtweich. So, wir gehen jetzt auch einen Cocktail trinken. Mit welcher Maschine fliegen Sie zurück nach Rio? Das weiß nur Mona, meine Sekretärin. Ah, die nette Brünette. Interessiert sie Sie? Die Brünette? Nein, die Maschine. Nein, ich muss nämlich auch zurück nach Südamerika und ich möchte vermeiden, dass wir im Flugzeug zufällig nebeneinander sitzen. Warum stehen die Hollywood-Schaukeln mit dem Rücken zueinander? Ist das nicht ungemütlich? Nein, im Gegenteil, es ist besonders gemütlich. Und wenn man sich unterhalten will? Ja, wer will sich denn unterhalten? Kommen Sie, ich zeige Ihnen, wie gemütlich das ist. Na, habe ich nicht recht? Wenn die zwei uns jetzt gegenüber säßen, ja, dann wäre es doch längst nicht so gemütlich. Hier kann uns niemand sehen, kann uns niemand hören, und hier kann uns niemand stören. Nur das Telefon. Entschuldigung. Hallo? Wer ist da? Hier ist Wolke. Ach, Herr Dr. Brunner. Nein, nicht Dr. Brunner. Nein, hier ist Wolke. Ich sollte Sie doch anrufen. Ach, das tut mir aber leid. Das tut mir aber wirklich leid, Doktor. Na ja, dann vielleicht ein andermal. Und viele Grüße an Ihre Gattin. Auf Wiedersehen. Gattin? Hallo! 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 Ralf! Ralf! Ja? Stell dir vor, Dr. Brunner hat abgesagt. Oh. Ist aber schade. Er ist nämlich ein reizender Mensch und ein ausgezeichneter Arzt. Arzt? Sie haben doch erzählt, er wäre Rechtsanwalt. Ja, der Bruder. Der Bruder ist Rechtsanwalt. Der Bruder ist Arzt. So? Ja. Das kann doch vorkommen, nicht wahr? Ralf! Ralf! Ja? Du bist dran. Pardon. Hallo, hier spricht Ralf Wilder. Hier ist Wolke. Ach, jetzt ist es der Bruder vom Bruder. Ach, der Anwalt? Ja? Herr Dr. Brunner? Verstehen Sie nicht, hier ist Wolke. Bitte, was sagen Sie da? Aha, ja. Ja, bitte, da kann man nichts machen. Ja, ich verstehe das, ja. Tut mir sehr leid. Dann grüßen Sie Ihre Frau und auf Wiedersehen. Der Herr Rechtsanwalt kann also auch nicht kommen? Ja, das ist nämlich so, der Wagen des Bruders, also des Arztes, der springt nicht an und jetzt muss ihn der Bruder... Der Rechtsanwalt? Ja, der Rechtsanwalt, der muss ihn jetzt zu den Patienten fahren. Na sowas, warum nimmt der Herr Doktor nicht ein Taxi? Ja, daran hat er wahrscheinlich nicht gedacht, der Bruder. Und Sie auch nicht? Und ich auch nicht. Wieso? Wie meinen Sie das? Ich meine nur, dass Sie sehr schlecht lügen können. Aber wieso? Ich will doch nicht... Regen Sie sich nicht auf, Ralf. Bei den heutigen Männern ist das ein Kompliment. Ja, Moment. Hallo. Hier ist Wolke. Hier ist Britta Nielsen. Herr Wolke, einen schönen Gruß von Ralf und Charlie. Sie brauchen nicht mehr anzurufen. Die übrigen Gäste haben telegrafisch abgesagt. Telegrafisch? Das war doch gar nicht abgemacht. Was sind das für Tricks, Ralf? Ja, das muss ich auch sagen. Was sind das eigentlich für Tricks? Was, das fragst ausgerechnet du? Na ja. Was ist denn los? Nichts Besonderes. Ich habe dir schon so oft gesagt, Ulla, dass du dir einen anderen Lippenstift kaufen sollst. Übrigens, die Herren haben uns beschwindelt. Es kommen keine Gäste. Ist das wahr, Charlie? Naja, teils, teils. Aber meine Tante, die kommt. Die kommt bestimmt. Absagen könnte ich schon, aber das wäre nicht sehr nett von mir. Es handelt sich also um einen Mann? Ja. Das heißt im Grunde genommen um zwei. Was, um zwei? Naja, zwei sind nie so gefährlich wie einer. Ah, da ist er ja. Entschuldigen Sie, mein Herr. Ich bringe Ihnen den Dr. Wilder gleich. Lieber Doktor, ich muss Sie jetzt leider entführen. Unser Freund aus Kolumbien ist plötzlich zu einem Gespräch bereit.
Wir brauchen Ihr Elektronengehirn. Wenn ich nur eins hätte, Herr Generalkonsul, dann könnte ich es Ihnen jetzt mitgeben. Ich glaube aber nicht, dass ich Frau Carlotta so ohne weiteres allein lassen kann. Man muss ein bisschen auf Sie aufpassen. Bitte lassen Sie sich nicht stören, Herr Doktor. Ich wollte sowieso gerade gehen. Was, Sie wollen schon verlassen? Ich habe noch Familienpflichten zu erledigen. Gute Nacht. Sehen wir uns morgen? Möglich. Wir wohnen ja im selben Hotel. Dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich fürchte, der Herr aus Kolumbien wird für unseren Kaffee den doppelten Preis zahlen müssen. Na, hoffentlich. Darf ich Sie jetzt zu Ihrem begleiten? Meine Herren, ich stehe zu Ihrer Verfügung. Oh, es klingt, als ob Sie sich mit mir duellieren wollten. Es wird doch ein Duell, und zwar ein Duell mit Zahlen. Seien Sie mal ehrlich, warum haben Sie gelogen? Halten Sie uns für rückständige kleine Mädchen aus der finstersten Provinz? Nein, Sie nicht, Britta. Aber mich? Was? Nein, aber wir kennen doch Ihren Vater. Und er dachte nicht einmal, der könnte etwas dagegen haben, wenn Sie bei uns an einer Party teilnehmen. Ja. Da kennen Sie meinen Vater schlecht. Der würde sogar dagegen etwas haben. Wie Sie das so beschreiben, muss es dort sehr schön sein. Ach, es war himmlisch. Blauer Himmel, blauer See. Himmlisch, himmlisch, himmlisch. Und wo war das, gnädige Frau? Ach, sagen Sie doch einfach Baronin zu mir. Das ist viel kürzer. Wissen Sie, ich hätte auch einen Grafen heiraten können. Es hätte kaum etwas mehr gekostet. Ich hatte zwei vorzügliche Angebote. Aber die Grafen waren beide viel jünger als der Baron. Ah, jünger? Ist das ein Nachteil? Ja, natürlich. Der Baron ist 4 Monate nach der Hochzeit gestorben. Ich bin ihn los und hab den Titel. Die zwei Grafen leben immer noch. Aha, jetzt verstehe ich. Und wo war das, bitte, Baronin, dieser blaue Himmel? Amagore. Amagore? Ja, in Italien, am Lago Maggiore. Am Lago Maggiore? Ich nehme an, Baronin, wo Sie sind, ist der Himmel immer blau. Nicht nur der Himmel, Prosit! Tanzen können Sie. Und was kann ich nicht? Ich hatte noch keine Möglichkeit, Ihre übrigen Vorzüge kennenzulernen. Wie spät ist es? Ich habe keine Ahnung. Schauen Sie doch mal nach. Ich habe keine Zeit. Baronin, ich bin kein Materialist, aber ich liebe meinen Besitz, mein Haus, mein Hof. Erzählen Sie mir etwas davon. Ich habe einen sehr schönen Gutshof. Meine Urahnen saßen bereits auf ihm und ich habe riesige Wälder. Sie haben sicher schon davon gehört, von diesen unendlichen, ewig singenden Wäldern. Also am liebsten höre ich die Callas singen. Bitte? Überhaupt, diese Callas ist für mich ein Wunder. Ich möchte wissen, wie sie das macht. Sie war doch so dick und jetzt ist sie so schlank. Aber ich plaudere schon wieder munter drauf los. Sie wollten doch was erzählen. Bei Ihnen gibt es sicherlich auch sehr viel Schnee. Ja, im Winter. Stellen Sie sich vor, Baronin, schöne schneebedeckte Hänge. Also wissen Sie, was die Hänge betrifft, die liebe ich am meisten in St. Moritz. Ach, Sie laufen Ski? Oh nein, das ist für mich zu ordinär, ein Bauernsport. Ich liebe die Hänge von unten. In St. Moritz gehe ich immer spazieren. Ich bin dann ganz in weiß gekleidet. Weißer Pulli, weiße Schüchen, weißes Mützchen, weißes Höschen. Ich meine, weiße Skihose natürlich. Das Spazierengehen ist viel angenehmer und völlig ungefährlich. Bis auf die Lawinen. Sehen Sie, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ich fahre nie mehr nach St. Moritz. Eines steht jedenfalls fest, Baronin. Mit mir fahren Sie bestimmt nicht. Oma, zahlen! Herr Wolke, Sie sind alles andere als eine Wolke, ja? Ich weiß, sonst könnte ich ja fliegen. Ja, fliegen können Sie auch so. Sie haben alles verdorben. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen sich als Polizeipräsident melden oder als Lord Burberry. Und was tun Sie? Sie melden sich schlicht als Wolke. Ja, ich konnte doch nicht ahnen, dass eine von den jungen Damen zum Telefon geht und noch dazu mit einer so tiefen Stimme. Ja, sie hat die Stimme verstellt. Die Britta ist ja ganz in Ordnung, aber ausgerechnet meine Ulla macht Schwierigkeiten. Ich glaube, sie hat kein Vertrauen zu mir. Also das, was ich vorhin gesehen habe, das sah schon sehr nach Vertrauen aus. Ja, also versuchen Sie, Ihre Schuld zu verkleinern. Wenn die Mädchen jetzt aufbrechen, dann ist das Ihre Schuld. Bitte, es ist mir aber sehr leid. Und bitte stellen Sie das Telefon um. Wir wollen jetzt nicht gestört werden. Ja? Jawohl, Herr Charlie. Sie sind falsch verbunden. Ah,
Guten Abend, Herr Wolke. Herr Doktor, Sie kommen wie gerufen. Ja? Ja, das heißt eigentlich nicht. Sagen Sie mal, Wolke, was ist denn mit Ihnen los? Ich bin ein bisschen durcheinander. So. Ja, ich war heute schon ein Lord, ein Polizeipräsident. Ja. Ja. Das heißt, ich hätte beides sollen sein. Ist ja interessant, was so ein paar Gläschen Schnaps aus einem Menschen machen können. Nein, Herr Doktor. Aber, ist ja schon gut. Erzählen Sie mal, was ist los? Hm? Herr Doktor, haben Sie nicht ein paar neue Zaubertricks? Kommen Sie mal, stellen Sie mal darüber. Passen Sie auf. Das kann ich auch. Moment, abwarten, ja? Na, was sagen Sie jetzt? Das ist großartig. Also kommen Sie, Wolke. Und jetzt erzählen Sie mir mal alles ganz genau. Nein, Charlie, ich gehe jetzt. Wenn Britta noch bleiben will, bleibt sie allein. Ich schwöre dir, die Tante ist nicht gelogen. Sie muss jede Minute kommen. Ich glaube dir kein Wort. 10 Minuten, nur noch 10 Minuten, bitte, ja? Sei nicht so kindisch, Ulla. Also gut, aber höchstens nur noch 10 Minuten. Gut. Wenn bis dahin die Tante nicht kommt. Sie kommt, ich garantiere dir, sie kommt. Diese Tante ist natürlich auch völlig frei erfunden. Ja, genauso wie der Polizeipräsident und der Lord Berberi. Wenn ich nur wüsste, wie man den Jungs helfen könnte. Ne? Sehen Sie, Wolke, da fehlt etwas in meinem Zauberkasten. Abracadabra, simsalabim, und aus Otto wird eine Ottilie. Das wäre schön. Was heißt schön? Das wäre ein Riesenspaß. Moment. Hallo, hier Hotel International. Guten Abend, Herr Doktor. Nein, ich glaube erst im Hause. Moment, ich lasse Sie verbinden. Hallo. Hallo, Heinrich, gut aufgelegt? Ich dachte, du treibst dich irgendwo herum und suchst ein Mädchen. Ich wollte, Herr Doktor, ich wollte. Aber es hat sich ergeben, dass ich das Hotel nicht zu verlassen brauchte. So, Also hör mal zu, Heinrich. Ich habe für dich einen besonders delikaten Auftrag. Wie bitte? Ja, ich verstehe. Jawohl, Herr Doktor. Jawohl, Herr Doktor. Ja, das wird allerdings nicht leicht sein. Aber doch. Ja, Herr Doktor, es wird schon gehen. Charlie, ich muss jetzt wirklich gehen. Also gut, aber ich mache dir einen Vorschlag. Ich bringe dich nach Hause und spreche mit deinem Vater, ja? Heran. Kuckuck! Kuckuck! Helfen Sie mir doch, ja. Junger Mann, nicht? Na, machen Sie das Loch zu, es zieht. Das Loch. Otto, Otto, das ist aber lieb, dass Sie gekommen sind. Sie sind bestimmt Ralf. Ja? Ja. Sie sind der beste Freund von Charlie. Ich bin Charlies Tante. Tante Lotti? Ja, deine liebe, gute Tante Lotti. Was ist denn? Es geht nicht, eine Schere. Was heißt eine Schere? Den Deckel, du Trottel. Oder hast du mich vielleicht anders in Erinnerung? Hm? Ja, eigentlich gar nicht, Tante. Ich war erst 5 Jahre alt, als du Europa verlassen hast. Ach ja, der arme, verlassene Junge. Jetzt bin ich wieder da. Ja. Komm, gib Tante Küsschen. Ja. Wer sind denn die reizen jungen Damen? Guten Abend, meine Süßen. Oh, reizen. Weißt du, wer das ist? Ja, meine Tante. Da? Blödsinn, mein Bruder. Dein Bruder? Ja. Ja, warum? Warum macht er das? Na, um uns zu helfen. Das hat doch sicher dieser Wolke eingeborgt. Herr Ralf, wie finden Sie den Herrn Doktor? Psst, Ruhe und verschwinden Sie! Nee, bitte. Schon wieder K.O. Hallo. Schau doch mal. Ach, Kinder, ich liebe die Jugend. Es gibt nichts Schöneres, als jung zu sein. Mal so schön war noch einmal. Otto war immer schon ein Draufgänger. Ja, der wird doch bald draufgehen, wenn er Ulla nicht in Frieden lässt. Na, was ist denn, Jungs? Krieg ich bald was zu trinken? Ich hole Ihnen etwas, gnädige Frau. Aber mein Kind kommt gar nicht in die Tüte. Sie bleiben da. Sie werden hier noch gebraucht. Bussi. Du, jetzt geht's aber zu weit, ne? Ruhig, Blut. Nur ruhig, Blut. Sie haben doch sicherlich Durst, gnädige Frau. Und ob? Champagner-Durst! Champagner haben wir leider keinen, aber wenn Sie sich zu unserer Bar begeben, werden Sie sicher etwas zu Ihrer Abkühlung finden. Oh, ich trinke alles, nur kein klares Wasser.
Na, was ist denn, junger Mann? Bringen Sie doch was. Ich muss Sie dringend unter vier Augen sprechen. Oh, ein Geheimnis? Na, da muss ich wohl gehen. Wir Frauen sind ja nun mal wahnsinnig neugierig. Auf Wiedersehen, meine Süßen. Bin gleich wieder da. Na, was ist denn? Ich muss mich doch verabschieden. Bussi. Küsschen. Nicht mehr. Küsschen. Na, mein Junge? Na, Tante? Freust du dich, dass ich wieder bei dir bin? Oh ja, sehr, sehr. Ich sehe, du fühlst dich wohl bei uns. Aber sehr, sehr. Nicht mehr lange, ja? Hier sitzt deine Tante. Im Moment sitze ich da, ja? Oh, du machst keinen Blödsinn. Charlie kocht schon zwei versucht. Aber warum denn? Ich bin doch eine Frau. Gerade deshalb. Du kannst doch die Mädchen nicht abknutschen. Was sollen die denken? No? Du, pass auf. Dass du dich nicht versprichst, du lebst in Südamerika, wo die Affen herkommen. Mensch, weiß ich doch, bin doch kein Affe. Ja, nicht du, du als Tante lebst in Südamerika. Ach so, ja. Du, die beiden sind aber süß. Hallo. Oh. Guten Abend, mein Herr. 206. 7, können Sie langsam wissen. Bitte, mein Herr. Danke. Gute Nacht, mein Herr. Ja. Der Schlüssel von 217 hängt noch da. Da sind meine Nichte und meine Tochter noch nicht zurück. Anscheinend noch nicht. Aber so lange kann ein Konzert doch nicht dauern. Konzert? Also, so viel ich weiß, sind die jungen Damen gar nicht ins Konzert gegangen. Woher wollen Sie das wissen? Als ich meinen Dienst angetreten habe, da hat mir mein Kollege erzählt, dass die jungen Damen ihre Konzertkarten an ein amerikanisches Ehepaar verkauft haben. Sehr günstig sogar. Statt 30 Schilling für 30 Dollar das Stück. Schala. Und die haben das bezahlt. Aber ja. Und wohin sind die Mädchen jetzt gegangen? Das weiß ich nicht. Aber ich weiß es. Bitte das Telefonbuch. Bitte. Bitte. Cheerio! Das ist aber ein ganz flotten Zug, Tante. Oh ja, das macht man bei uns immer so. Landesüblich, aber nur beim ersten Glas. Wo sind Sie eigentlich zu Hause, gnädige Frau? In Südamerika, wo die Affen herkommen. Ja. Haben Sie Kinder? Nein. Neun. No, no, oh ja, ja, in allen Preislagen, von 2 bis 20. So viele Kinder habe ich Ihnen noch gar nicht zugetraut, gnädige Frau. Oh, danke, mein Kind. Ich habe eben früh angefangen mit dem Heiraten, ja. Übrigens war mein zweiter Sohn der erste Sohn aus der dritten Ehe meines vierten Mannes. Ach, Sie waren mehrmals verheiratet? Ach ja, immer wieder. Macht doch Spaß. Ihr müsst es auch mal versuchen, Jungs. Charlie, bitte leg eine neue Platte auf. Neue Platte? Das ist eine gute Idee, ja. Nanu, junger Mann, Sie wollen doch nicht einfach mit mir tanzen? Oh doch, gerade das will ich. Darf ich bitten? Ja. Liebe gnädige Frau, erlauben Sie, dass ich mich vorher von Ihnen verabschiede? Vorher? Vor was? Bevor Sie anfangen zu tanzen. Aber kommt überhaupt nicht die Frage, mein Kind, Sie bleiben selbstverständlich doch da. Ulla hat leider einen sehr strengen Vater, sie hätte eigentlich gar nicht kommen dürfen. Wieso denn, wenn ich da bin? Ich übernehme die Verantwortung, mein Kind. Ich fahre Sie selbst nach Hause und werde Sie eigenhändig ins Bettchen bringen. Ja, also das muss nicht unbedingt sein. Na, das musst du der jungen Dame überlassen. Sal, 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 Mutter, Sal, Salmann. Hier, Leben. Falsch verbunden. Was heißt hier falsch verbunden? Wer war denn das? Nochmal. Mensch, pass doch auf. Pardon. Was soll überhaupt diese alberne Tanzerei? Ich muss mit dir in Ruhe reden. Na, dann komm da rüber. Na? Es war sehr nett von dir, dass du uns geholfen hast, aber jetzt musst du endlich verschwinden. Ha, ihr seid bloß eifersüchtig. Nein, Charlies Tante kann jeden Augenblick eintreffen. Oh, dass ich nicht lache, der hat doch überhaupt keine Tante. Natürlich hat er eine. Na bitte, vielleicht hat er eine, aber die denkt im Leben nicht daran zu kommen. Wolke hat mir den ganzen Schwindel erzählt mit der Party und mit der Tante. Ach, und jetzt ist genug getanzt. Ach, die schönen Blumen. Oh. Also Mädchen ohne Blumen sind wie Blumen ohne Bienen. Also zu meiner Zeit haben die Bienen immer Blumen an den Busen, an den Blusen getragen. Moment mal, Kinder, stellt euch mal nebeneinander auf, ja? Nur ein Momentchen, so ist es brav. Natürlich, ja, da fehlt doch was. Ihr seid beide reizend angezogen, wirklich, aber irgendwas stimmt nicht. Kommt mal mit. Was soll denn das schon wieder? Mein Bruder schwebt langsam in Lebensgefahr, wenn er das so weitertreibt. Kommen Sie, Kindchen! Kommen Sie, Kindchen! Kommen Sie, kommen Sie! Heraus!
raus damit! Hey, was macht ihr denn da? Nicht gucken! Jetzt ist es schon zu spät. Die Mädchen würden uns doch nie glauben, dass wir mit Otto nicht unter einer Decke stecken. Die Jungs werden jetzt Augen machen. Ich habe den Kindern vorgeschlagen, die Kleider zu tauschen. Na, findet ihr nicht, dass sie so viel hübscher aussehen? Nein, mir hat Britta in ihrem eigenen Kleid sehr gut gefallen. Ach so? Na, dann ziehen wir uns wieder um, komm. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo du ihn hinausschmeißen kannst. Das kann ich nicht, das ist ja dein Bruder. Mach du es. Na, ich kann es auch nicht. Ist ja deine Tante. Das ist auch wahr. Ach, die Blumen, dass ich das vergessen konnte. So, passt. Haben Sie morgen Vormittag Zeit, gnädige Frau? Ja, das kommt ganz drauf an. Wofür? Wir haben nämlich unverhofft einige Dollars verdient und möchten uns ein paar schicke Nachthemden kaufen. Würden Sie uns dabei behilflich sein? Nachthemden? Na klar, die muss man ja anprobieren. Ist der Striptease jetzt beendet? Ja, das heißt, Moment, die Blumen sind falsch. Die gehört hierher. Die gehört hierher. Herr Doktor, Herr Doktor. Ja? 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 Ich bin doch kein Doktor, was ist denn Wolke? Der Fahrer von dem gnädigen Frau lässt sagen, die Pferde wären ungeduldig. Die Pferde? Er meint vielleicht die Pferde stärken. Ja, kann man auch sagen. Es läutet. Ja, ich glaube, wir müssen gehen. Was heißt wir? Nur ich habe doch Ulla versprochen, dass ich sie eigenhändig zu Bett bringe. Was ich verspreche, das halte ich. Darf ich bitten? Ich komme auch mit. Wir wohnen jetzt zusammen. Und das ist praktisch. Bye-bye. Das ist ja eine bodenlose Frechheit. Oh, Herr Simon, Senior, Sie hier? Was, kommen Sie am Ende auch absagen? Wolke, sind Sie betrunken? Ein bisschen schon. Ja. Und Sie, Herr Simon? Ich komme von einer Hochzeit. Da trinkt man immer, wenn es nicht die eigene ist. Ist meine Cousine oben? Ja, möglich, es sind viele Cousinen oben. Nein, danke, Jungs. Wir finden den Weg schon allein. Darf ich etwas anhalten? Ja, danke. Oh, ja. Ah! Wer kommt da unter mir? Hallo, Charlie. Guten Abend, Vater. Ah! Ich wette, Sie wissen nicht, wer ich bin. Aber liebste Lotti, natürlich weiß ich das. Darf ich... Mit dem Schnauzer, muss das sein? Donnerwetter, bist du eine reiche Frau geworden. Wieso, sieht man mir das an? Ich meine eine hübsche Frau. Ah, danke. Deine Töchter? Ausnahmsweise nicht. Guten Abend, meine Damen. Guten Abend. Meine liebste Lotti, wie lange haben wir uns schon nicht gesehen? Oh, mindestens 50 Jahre. Du warst ja noch gar nicht auf der Welt. Eben, wer bist du denn überhaupt? Oh, du hast schon als Kind immer viel Humor gehabt. Oder weißt du am Ende wirklich nicht, wer ich bin? Doch, wer bist du denn? Ich bin doch dein Vetter, dein lieber Vetter August. Ach ja, der fette August. Du warst ja als Kind immer schon ziemlich dick. Oh, wie ich ein Kind war, hast du mich nicht gekannt. Als du mich das letzte Mal gesehen hast, da warst du 8 Jahre alt. Na also, habe ich dich ja doch als Kind gekannt. Ja, was für ein reizender Franz. Direkt zum Anbeißen. Moment, heute wird bei mir nicht mehr gebissen, ja? Außerdem hast du eine Mordsfahne. Säufst du immer noch so viel? Ach nein, ich war bei einer Hochzeit, da gab's Wein und Bier und... Oh. Und du riechst auch nicht gerade nach Mineralwasser. Wo sind Sie? Na, da bin ich. Wo ist meine Tochter? Wo ist meine Nichte? Wo sind die Mädchen? Was ist denn da unten für ein Krach? Herr Salzmann, wenn Sie nicht sofort meine Kinder herausgeben, hole ich die Polizei. Ulla, dein Vater ist da, droht mit der Polizei. Ich habe es gehört, aber ich habe es ja gesagt, jetzt gibt es einen Skandal. Moment, wozu habt ihr eine gute Tante? Ich werde Ullas Vater schon besänftigen. Hat er irgendeinen schwachen Punkt? Ich meine, worauf reagiert er am meisten? Aufs Geld. So. Und Sie sehen zu, wie hier junge Mädchen herumhüpfen. Ich sehe gar nicht so. Ulla Marschall, was ist denn? Hände weg, Sie Wüstling! Oh, ich bitte um Verzeihung. Wer sind Sie denn? Eine Dame. Hut ab, Sie pflegen. Gestatten, ich bin Nils Bergström. Ach, Sie sind der olle Schwede? Ja. Der Vater von der Armen, oder? Ja. Wieso arm? Ich gestehe, ich bin nicht reich. So habe ich doch nicht gemeint. Sie behandeln Ihre Tochter falsch, mein Herr. Sie haben veraltete Ansichten. Sie sind ein Tyrann. Setzen Sie sich, stehen Sie nicht so rum! Bisher. Ich kenne das aus meiner eigenen Kindheit. Ich bin auch sehr streng erzogen worden. Was nützen mir heute die Millionen meiner Eltern? Millionen? Nebenbei ein Dollar. In Dollar? Ja, das wird noch Dollar. Oh, ich war ein armes, gefangenes, verschrecktes Vögelchen. Piep, piep, das war alles, was ich sagen durfte. Heute könnte ich mein Leben genießen, aber es ist zu spät. Nein!
Es ist noch nicht zu spät. Eine Frau, die so schön ist wie Sie und so, mit einem Wort, das Leben liegt noch vor Ihnen, sitzt noch vor Ihnen. Komisch, von deiner Tante weiß ich eigentlich gar nichts, was sie treibt und so, ob die verlobt ist oder mit irgendeinem Mann ein Verhältnis hat. Mit einem Mann bestimmt nicht. Immerhin wäre es interessant, es zu wissen. Warum? Naja, weißt du, ich möchte einen geschäftlichen Vorschlag machen. Unsere Firma braucht doch eine finanzielle Injektion und mit einer alleinstehenden Frau, da redet sich doch ganz anders. Ich werde Lotti mal auf den Zahn fühlen. Ja, also auf den Zahn fühlen, das kannst du, aber sonst nichts. Warum? Weil da stimmt nämlich was nicht. Im Kopf? Das Übel liegt tiefer. Guten Abend, Frau. Guten Abend, bitte 311. 311. Die Schlüssel ist oben, gnädige Frau. Dankeschön. Ist der Dr. Wilder schon im Hause? Nein, bedauere. Dankeschön, gute Nacht. Gute Nacht, Frau. Ja. Hallo? Herr Portier, Frau Ramirez ist eben nach Hause gekommen. Ja, sie geht auf ihr Zimmer. Danke, mein Freund. Madame ist eingetrudelt. Oh, dann muss ich gehen. Sehe ich dich heute noch? Vielleicht. Mona! Hier bin ich. Wo warst du denn? Ich saß im Schreibzimmer. So. Sag mal, Mona, du hast doch noch die Telefonnummer von meinem Neffen. Ja. Würdest du ihn bitte anrufen? Ich hätte Lust, noch heute hinzugehen. Dann habe ich die Sache hinter mir und morgen Vormittag... Bin ich frei für Dr. Wilder. Also gut, du Hellseherin. Ruf ihn an. Ach, ich liebe Schweden, ein herrliches Land. Allerdings bei meinem letzten Besuch war es sehr ärgerlich wegen der Prohibition. Ah. Ja. Man bekam nur beschränkt Alkohol, vor allen Dingen meinen geliebten Schwedenpunsch. Den können Sie jetzt literweise trinken. Mensch, Menschenskind. Also Schweden ist eine Reise wert. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich einmal besuchen würden. Ich habe unendliche, herrliche Wälder. Ja, da könnten wir beide ja darin Verstecken spielen. Also ich freue mich. Der Burgfrieden ist geschlossen. Kommen Sie, wir steigen den anderen aufs Dach. Ja. Der Herr zuerst. Ja. Oh, bitte. Wolke! Ja. Telefon! Ja? Das wird nicht möglich sein. Ja, mein Kind, Sie haben so eine reizende Stimme. Ich befürchte, dass Sie die morgen noch einmal ertönen lassen müssen. Aber jetzt kann ich den Herrn Charlie nicht stören. Nein, er hat Besuch bekommen. Eine Tante aus Brasilien, ja. Eine reiche Erbtante. Das müssen Sie verstehen, ja. Also dann bis morgen, ja. Hallo! Na, was sagt er? Soll ich noch kommen? Nein. Warum nicht? Weil du schon da bist. Neffe hat gerade Besuch von seiner Erbtante aus Brasilien. Was denn von mir? Wie ist denn das möglich? Das kann ich mir auch nicht erklären. Du, die Frau sehen wir uns an. Sag mal, Mona, wo ist eigentlich mein zyklamfarbenes Abendkleid? Ja, das habe ich heute früh in die Reinigung gegeben. Tja, wieso denn? Das Kleid war doch ganz neu. Ja. Ja, da war so ein komischer Fleck drauf. Aber warum willst du dich überhaupt umziehen? Für deinen Neffen bist du auch so schön genug. Ich hol den Wagen. Heinrich! Ja, was denn? Stell dir vor, Carlotta wollte ausgerechnet das zyklamfarbene Kleid anziehen. Was, fürs Bett? Nein, sie will noch ausgehen. Ich muss das Kleid unbedingt wiederhaben. Aber doch nicht jetzt. Ich habe dir da versprochen, du bekommst es heute Nacht noch zurück. Kannst es persönlich abholen. Zimmer 312. Das könnte dir so passen. Ich muss das Kleid sofort haben. Hörst du? Sofort! Warum hast du mir eigentlich nie erzählt, dass dieser Charlie aus so guter Familie stammt? Ich durfte doch nie über ihn sprechen. Ach. Außerdem habe ich von der Tante heute zum ersten Mal etwas gehört. Weißt du, wie sie heißt? Charlie nennt sie Tante Lotti. Ich glaube, sie hat einen sehr langen Namen. Carlotta... Charlie! Ich komme. Junge, komm bald wieder! Papi will dich etwas fragen. Ja. Er möchte wissen, wie deine Tante heißt. Ach so, ja. Carlotta Ramirez, Di Calvadores, Ü Rodriguez und noch irgendwas hintendran. Ja, von diesem hintendran habe ich heute früh in der Zeitung gelesen. Eine riesige Kaffeeplantage. Entschuldigt mich.
Er scheint sich beruhigt zu haben, ne? Dank deiner Tante. Mhm. Liebste Lotti, endlich sind wir eine Sekunde allein. Ja. Pst. Darf ich bitten? Oder tanzen, gnädigste, nicht? Doch, aber nicht nach Ihrer Pfeife. Auf Wiedersehen, dummer August. Fetter August. Ja. Ein entzückendes Paar, nicht? Ich finde Ihren Neffen überhaupt sehr sympathisch. Ja, aber erst jüngst. Ich hatte ihn ja noch nicht gekannt. Aber jetzt, nachdem ich Sie kenne, Sie sind doch eine Frau, mit der man offen reden kann. Offen schon, aber bitte leise. Was halten Sie davon, wenn wir beide... Sie ficken! Aufdringlicher Bursche. Herr Bergström, Sie werden am Telefon verlangt. Ich? Den sind wir gleich los. Hoffentlich sind Sie mir nicht mehr böse. Böse direkt nicht. Ich kohle ein wenig. Ich komme gleich wieder. Ah, fassen Sie sich ruhig lang. Den sind wir los. Bitte Platz zu nehmen. Danke. Endlich allein. Aber was ist denn los? Wir haben am Telefon. Yes. Helfen Sie doch! Na ja, noch! Oh, Meister! Ja. Komm! So. Liebste Lotti, ich möchte mit dir etwas in aller Ruhe besprechen. Morgen hast du sicher viel zu tun. Ich glaube, jetzt ist der richtige Moment. Oh, bitte sag mir nur nicht, dass du mich heiraten willst. Ich bin nämlich ein bisschen anders als die anderen Frauen. Was ist denn passiert? Was ist denn geschehen? Na, was ist denn, Jungs? Helft mir doch! Ach so. Kommt doch der guten Tante zu Hilfe! Tantchen, hast du dir wehgetan? Ja, bitte, das weiß ich noch nicht. Ich muss mich morgen erst röntgenisieren lassen. Das ist ja lebensgefährlich, was Sie treiben, Herr Bergström. Sie werden am Telefon verlangt. Der schwedische Holzfäller. Na komm, August, auf den Schreck gießen wir einen hinter die Binde. Ich wollte sagen, hinter die Bluse. Finger weg! Aber Lotti, das weiß doch jedes Kind, dass du die Hauptaktionärin des deutsch-südamerikanischen Ex- und Import-Syndikats bist. Wie bitte? Das weiß jedes Kind? Natürlich, steht ja auch in der Zeitung. Was? Ja, hier, an der morgigen Generalversammlung des deutsch-südamerikanischen Ex- und Import-Syndikats wird auch die Hauptaktionärin Carlotta Ramirez teilnehmen. Was? Ich bin die Was? Ist die nicht gut? Oh, gut, ja, gut. Wir sind ein bisschen heiß. Na, dann trink doch dein Bier. Oh, nein, davon wird mir noch viel heiß. Gib mir Eis, bitte Eis. Eis, ja, natürlich, bitte. Ja, danke. Verdammt. Ich wollte sagen, Karamba. Kann ich dir helfen? Untersteh dich. Warte, ich hol was. Und was ist denn los? Was ist los, Mensch? Ein Eiswürfel ist mir reingerutscht. Lass ihn doch ganz einfach zergehen. Mensch, du hast Nerven. Außerdem steckt noch eine Rose drin, die sticht. So. Vielleicht kann ich dir helfen. Moment. Ja, bitte. Komm, so schlecht dazu. Was ist das? Kindle, ne? Was ist denn das? Zigarren. Zummel dich, Mensch, das halte ich nicht mehr aus. Und das? Ein Fächer. Bist du das einzige Känguru, nur ohne Baby? Nur das hätte mir noch gefehlt. Mensch, ich muss was trinken. Du, schau dir deinen Freund an. Der geht aber an. Das macht er immer so. Also das hätte ich mir in seinem Alter nicht erlaubt. Bei einer Dame. Bei der Dame. Du sag mal, Ralf, stimmt es, dass ich Carlotta Ramirez bin? Nein. Also. Du bist doch mein Bruder.
Mensch, mach keine faulen Witze. Hat nun Charlie eine Tante oder nicht? Ja, ich hab sie doch gesagt. Und heißt die Carlotta Ramirez? Die Calvadores y Rodriguez hat eine Puenta. Wiedersehen. Was hast du denn jetzt schon wieder? Schluss mit der Kaffeetante, ich zieh mich aus. Du kannst es doch nicht birnen, jetzt wo der Bergström da ist. Der soll nur ruhig sein. Der alte Schwede macht mir dauernd unsittliche Anträge. Ich muss jetzt eine Zigarre rauchen, ich halte das nicht mehr auf. Aber nur noch 10 Minuten. Guten Abend. Na, die Dame. Ja. Wir möchten gern Frau Carlotta Ramirez sprechen. Bitte, wer ist das? Das ist die Tante von Charlie Salman. Ach, der, ja, bitte. Wenn ich die Dame bitten darf, da die Leiter hinauf, ja? Wir sollen hier hinaufklettern? Ja, Aufzug haben wir noch keinen. Ach, würden Sie uns vielleicht anmelden? Bitte gerne. Wie ist der Name? Miss Thompson. Thompson, ja. Ja, bitte. Also, Kinder, mein guter alter Freund Nils hat sich erweichen lassen, noch ein paar Tage in Wien zu bleiben. Oh, Sie sind unser guter Herr. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Unten sind zwei Damen. Was unten? Herauf mit Ihnen, ist ein Abwaschen. Ja. Darf ich bitten, meine Damen? Der Nachschub rollt. Musik! Schönen Abend. Bitte. Ist das Frau Ramirez? Für heute Abend, ja. Aber das ist doch mein Kleid. Es sieht nur so aus. Das ist bestimmt mein Kleid. Und wer ist diese Frau? So, Kinder, hier habe ich das Richtige. Mona, was hat das zu bedeuten? Wie kommt diese Frau zu meinem Kleid? Dein Kleid ist in der Reinigung. Guten Abend. Mein Name ist Charles Salman. Das ist mein Vater. Ich bin Miss Thompson. Das ist meine Freundin Mona. Gestatten, Bergström. Meine Nichte Brigitte, meine Tochter Ulla. Sie entschuldigen den Überfall. Ich hätte gern mit Frau Ramirez gesprochen. Oh. Tante! Ja? Miss Thompson möchte dich sprechen. Ich kenne keine Miss Thompson. Aber Tante, darf ich bitten? Nein, dann lassen Sie nur. Ich möchte gerne ein paar Sekunden allein mit Madame Ramirez sprechen. Ich habe eine wichtige Nachricht für Sie. Guten Abend, Frau Ramirez. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich auch. Ich habe Ihren Mann sehr gut gekannt. Ach, den Adolf. Wieso? Er hieß doch Pedro. Pedro, das war der vierte oder der fünfte. Man kennt sich nicht mehr aus. Er war ein reizender Mensch. Schade, dass er so früh verstorben ist. Was, er ist verstorben? Wie traurig. Wiedersehen. Aber laufen Sie doch nicht davon, Frau Ramirez. Ich hätte mich so gerne ein bisschen mit Ihnen unterhalten. Ich bin aber gar nicht unterhaltsam. Wollen wir uns nicht setzen? Bitte, aber bitte, bitte nicht mehr über Pedro sprechen. Oh, entschuldigen Sie, das wollte ich nicht. Wenn ich es geahnt hätte, dass die Trauer Sie übermannt. Übermannt? Bitte, wie meinen Sie übermannt? Oh, wie man sowas meint. Ja. Wo haben Sie denn meinen Pedro kennengelernt? Auf einem Ozeandampfer. Er war sehr galant, sehr großzügig. Jeder Dame hat er ihre Wünsche von den Augen abgelesen. Ach ja, das war er. Dabei sagte ich immer zu ihm, wenn er verreiste. Otto, sagte ich zu ihm, gib kein Geld für Dinge aus, die du zu Hause umsonst haben kannst. Sagten Sie Otto? Otto? Pedro Marcel. Ein Bastard. Deutsch-spanisch-französischer Abstammung. Ach, er war ein Gentleman. Leider Soffer. Aber reich war er, reich, ja. Dabei hat er als Kaffeehändler ganz klein angefangen. Jede Bohne einzeln verkauft. Du musst sofort hierher kommen. So wie du bist. So wie ich bin? Ich glaube nicht, dass es richtig wäre. Na endlich, wir sind schon am Verdursten. Ja, Ihre Freundin hat uns verraten, dass Sie nur Orangensaft trinken. Dankeschön. Frau Ramirez? Die hat doch schon... Ah, also wenn Sie mich fragen, junger Mann, ich nehme einen Cognac. Einen doppelten, einen dreifachen, einen doppelten, dreifachen. Bitte, ich bringe ihn sofort. Nein, den hole ich selbst. Tanzen Sie nicht, Frau Thompson? Nur, wenn ich unbedingt muss. Haben Sie schon die Aussicht bewundert? Nein, noch nicht. Das sollten Sie unbedingt tun. Darf ich bitten? Man kann dich
dich ja sehen. Es ist mir wurscht. Jetzt ist Schluss. Jetzt, wo die richtige Tante da ist, braucht ihr mich nicht mehr. Was heißt das, die richtige Tante? Diese Miss Thompson ist doch niemand anderer als Carlotta Ramirez. Ach du lieber Schreck. Und diese Frau Carlotta Ramirez ist also ihre Cousine? Ja, eine reizende Person und so witzig. Kann man wohl sagen. Sie hat einen gewissen maskulinen Charme. Ja, das hat sie. Frau Ramirez! Achtung! Frau Ramirez! Frau Ramirez? Ach, hier sind Sie. Gott sei Dank, ich habe Sie schon überall gesucht. Ja, und ich dachte schon, diese Mist... Thompson hätte mich bei Ihnen aus dem Sattel gehoben. Aber Carlotta, ich habe doch nur einen einzigen Gedanken und der sind Sie. Ah, wirklich? Ja. Ja, so ist das Leben. Man steht in der Früh auf, ein Tag beginnt wie alle anderen, man ahnt nicht und tritt hinein. In was? Ins Glück, mitten ins Glück. Carlotta, ja? Wenn wir jetzt allein wären, ich würde mich vergessen. Ich mich auch, lieber Nils. Zum Glück sind wir nicht allein. Was riecht denn hier auf einmal so komisch? Ja, da ist was durchgebrannt. Was ist? Fahr aus Ihrem Dekolleté, qualmt es. Die haben Sie mir eingeschmuggelt, Sie Lose. Ich? Natürlich, solche Scherze liebe ich nicht. Und zur Strafe rauchen Sie sie weiter. Rauche überhaupt nicht. Aber jetzt schon. Sie können mir nicht sagen, wo Ihre Cousine Ihre Kleider kauft. Keine Ahnung, aber wir können Sie ja fragen. Carlotta. 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 Ja. Miss Thompson möchte gerne wissen, wo du deine Kleider kaufst. Ach, mal da, mal da. Ich möchte vor allem wissen, wo Sie dieses Kleid gekauft haben. Hübsch, ne? Ohne Zweifel. Ein Modell. Ja, von Woolworth. Endlich. Ich muss das Kleid sofort zurückhaben. Sofort. Hätte ich mich nur nicht von dir überreden lassen. Also ich verstehe das alles nicht. Wieso kommt deine Carlotta überhaupt hierher? Sie ist zu Besuch bei ihrem Neffen. Charlie Salman heißt er. Ach so. Das ist doch der Freund des Bruders von meinem Doktor. Jetzt begreife ich alles. Leider zu spät. Carlotta hat das Kleid erkannt. Ach, Süße. Hui, was heißt hier? Tja, also wie soll ich es Ihnen sagen, Frau Ramirez? Oh, frei von der Leber weg. Aber darf ich bitte vorher einen Cognac trinken? Ich hab's dringend nötig. Ah, ja. Oh, pardon. Und Sie trinken nichts, meine Liebe? Vielleicht Ihren geliebten Orangensaft? Nein, Cognac. Einen großen Cognac. Ich denke, Sie trinken keinen Cognac. Ja, das dachte ich auch, aber auf den Schreck. Wie kommen Sie eigentlich darauf, dass ich keinen Cognac trinke? Ah, nur so, nur so. Also von Frau zu Frau kann man ja die Wahrheit sagen, nicht? Ich trinke täglich eine ganze Flasche. Bitte? Eine Flasche? Ja, im Vertrauen. Meine Männer brauchen ja davon nichts zu wissen. Moment, bitte, Männer? Haben Sie denn so viele? Ob ich viele Männer habe? Nein, in der letzten Zeit eigentlich nicht. Wissen Sie, ich hatte Pech. Ich lerne lauter Nieten kennen. Nieten? Gestern zum Beispiel war ich auf einem Empfang. Ja. Da habe ich mindestens 20 Herren kennengelernt. Glauben Sie, es wäre ein einziger dabei gewesen, der eine Sünde wert ist? Kein einziger? Kein einziger. Also das ist das erste Mal, dass es mir leid tut, dass ich nicht als Mann zur Welt gekommen bin. Mir auch. Ich kenne aber auch jemanden, der bei diesem Empfang eine bittere Enttäuschung erlebt hat. So? Wer denn? Der Bruder von Ralf. Scheint sehr verliebt zu sein. Der Bruder? Nein, der Ralf. Ah, ja, aber der Bruder auch. Aber er wird seine Gefühle niemals der geliebten Frau eingestehen dürfen. Ach, ist der junge Mann so schüchtern? Nein, die Frau ist so reich. Sie entschuldigen, ich muss jetzt gehen. Aber Cousinchen, du wirst doch nicht etwas schon gehen wollen. Doch, 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 doch. Nur mach schon die Luke auf. Aber Frau Carlotta, das können Sie uns doch nicht antun. Carlotta, du hast noch nicht ein einziges Mal mit mir getanzt. Und dabei tanzt sie so gut. Woher wollen Sie das wissen, Miss Thompson? Und sie singt auch so schön. Was, ich? Aber Carlotta, Pedro hat mir alles über Sie erzählt. Oh, Pedro. Meine Herren, reden Sie doch Frau Ramirez gut zu. Ach ja, Frau Carlotta, singen Sie für mich. Bitte. Bravo. Oh, bitte passen Sie doch auf! Sie tun mir weh! Unser August ist dick und fett. Wer ohne Fasten gern schlank um die Lände, darum kauft er sich ein Korsett. Doch bei der Abprobe hebt er die Hände. Oh,
bitte passen Sie doch auf. Sie tun mir weh. Au, bitte passen Sie doch auf. Bitte passen Sie doch auf. Sie tun mir weh. Schmutz. Lass noch. Danke, nicht weiter. Ich meine, es geht weiter. Charlie war ein verstocktes Kind. Sein reicher Vater ging zum Psychologen. Dieser nahm einen Stock geschwind und der Komplex von dem Kind war verflogen. Au, bitte passen Sie doch auf. Sie tun mir weh. Au, bitte passen Sie doch auf. Bitte passen Sie doch auf. Sie tun mir weh. Heute hat jeder Zahnarzt schon wassergekühlte und schmerzlose Bohrer. Ja, ich hörte schon viel davon. Trotzdem, ich schreie zur Vorsicht schon vorher. Oh, bitte passen Sie doch auf. Sie tun mir weh. Herr Doktor, Sie tun mir weh. Sie können doch nicht mit Ihrem starken Bohrer bei mir herumfummeln. Schmerz, lass noch. Danke sehr, die Schmerzen sind verflogen. Eine Maus und ein Elefant wollten sich lieben und kosen und küssen. Plötzlich brüllte der Elefant. Au, bitte passen Sie doch auf! Mensch, Sie tun mir weh! Au, bitte passen Sie doch! Sie tun mir weh! Au, weh, au, weh, au, weh, au! Carlotta! Mein Schuh, mein Schuh! Oh, danke, Wölchen, danke. Oh. Meine Herrschaften, ich gebe morgen Abend eine kleine Abschiedsparty in der Empfangshalle des Hotels International. Oh. Ich würde mich sehr, sehr freuen, Sie alle dort begrüßen zu dürfen. Bravo! Frau Carlotta, Sie sind eine der reizendsten Frauen, die ich je kennengelernt habe. Oh, kann ich irgendjemand in meinem Wagen mitnehmen? Ach ja, wenn Sie meine Nichte und meine Tochter mitnehmen würden, die wohnen im gleichen Hotel. Ich glaube, die Kinder haben jetzt genug. Und Sie, Herr Bergström, Sie wollen noch bleiben? Ich möchte mich noch ein bisschen mit Frau Carlotta... Aber nein, nein, gehen Sie weg! Ich meine, lassen Sie sich nicht aufhalten. Ich weiche nicht von Ihrer Seite. Also dann, gute Nacht. Kommen Sie, meine Damen. Ja, ich begleite Britta noch zum Wagen. Reizend, die Jugend, nicht? Ja, ganz reizend. Man müsste noch mal 60 sein, Herr Bergström. Ich? Kommen Sie, meine Damen. So, weg sind Sie, Herr Bergström. Ja. Würden Sie mir einen Gefallen tun? Jeden. Öffnen Sie mal meinen Zipverschluss. Den Zipverschluss? Aber Cousinchen. Aber bitte, wenn Frau Carlotta es wünscht, warum nicht? Ah, so, jetzt ist mir wohler. Ah, bitte, meine Herren, bitte Platz zu nehmen. Bitte, bitte. Jetzt kommt ein kleiner privater Striptease. Striptease? Pardon. Heinrich. Herr Doktor. Sag mal, ein bisschen müde, hm? Nach dieser Nacht? Was soll ich sagen? Darf ich einen Schluck Kaffee trinken, bevor ja, wir ja, losfahren? Ja, ja. Sag einmal, Heinrich, du hast mir noch immer nicht erzählt, wo du das Kleid hergezaubert hast. Hm? Das werde ich auch niemals tun. Ich will Ihr Gewissen nicht belasten. Kriminell? Noch schlimmer. Das ist Kaffee? Nur 40-prozentiger. Heinrich, mir graut vor dir. Komm, lass mich fahren. Bitte. Guten Abend, Herr
Salman. Guten Abend, Herr Bergström. Hier stimmt doch schon wieder etwas nicht. Sie mögen recht haben, aber wie kommen Sie da drauf? Ich habe mich beim Portier nach Miss Thompson erkundigt, die doch heute den Empfang hier geben soll. Und der Portier erklärte mir, er kenne keine Miss Thompson. Der Empfang wird von Frau Carlotta Ramirez gegeben. Ich sage Ihnen, wenn dieser Kerl sich noch einmal verkleidet... Ja, das tut er nicht. Da kommt er auch schon. Guten Abend, Herr Doktor. Guten Abend. Ich freue mich, dass Sie meine Einladung angenommen haben. Das ist mein... Was haben Sie denn? Gefällt Ihnen mein Kleid nicht oder kommt es Ihnen bekannt vor? Ich kann es Ihnen verraten, auch von Woolworth. Ja, ich muss aber sagen, gnädige Frau, das Kleid steht Ihnen wesentlich besser als Charlies Tante. Wenn Sie das sagen. Ich habe etwas für Sie. Ja. Achso, was, ein Flugschein? Ja, der Ihrige. Ihr Heinrich hat ihn meiner Mona gegeben und Mona hat ihn für Sie in meinem Auftrag umgebucht. Ich wollte verhindern, dass wir in der Maschine zufällig nebeneinander sitzen. Dann sitzen wir eben nicht zufällig nebeneinander. Aber bitte so. Was, im Frack? Nein, ich meine, nicht als Charlies Tante. Also eines kann ich Ihnen versprechen. Nie wieder Frauenkleider.